Hochakan ist den Tod. Ringfinger abgeschlossen. Narok der Prophet abgeschlossen. Serkal abgeschlossen. Steuern eingetrieben. Sehr schön. Level up für mich. Ein Punkt in Mechanik. Das ist immer gut. Entsagung. Einmal pro Begegnung. Durchschnitt. Geistbeschworene Kreatur. Durch pure Willenskraft kann der Paladin jeden Geist und jede beschworene Kreatur unter der Stufe des Paladins zerstören. Geister und geschworene Kreaturen mit gleicher oder höherer Stufe erleiden Direktschaden. Heilige Einäscherung. Der Paladin konzentriert seinen Glauben und geht in blauen Flammen auf. Jedes Mal, wenn die Fähigkeit pulsiert, erleidet der Paladin eine geringe Menge an Direktschaden. Pfeile im Wirkungsbereich, aber erleiden Brandschaden. Verbündete erhalten eine geringe Menge Ausdauer. 6 Direktschaden, das geht ja eigentlich. Einheiten im Wirkungsbereich, Brandschaden, feindliche und verbündete Ausdauer. Heilungskette, das ist eine Heilung. Der Paladin wählt einen einzelnen Verbündeten als Team zum Heilen aus. Die Wirkung springt jedoch bis zu 6 Mal. Ich weiß nicht, eine schon gefällt mir irgendwie. So, ein Kanna-Level ab. Mehr Athletik für Kanna. Sie schützen ihre Augen gegen die Blicke des Vampirs. Das sind Phrasen, hä? Wirkungsdauer 7, Verweilen 7. Die verbündeten Sänger erhalten einen Bonus auf ihre Willenverteidigung und auf den Widerstand gegen die Wirkungen bezaubert, verwirrt und be. Ja, das nehme ich bitte. Das hätte ich bei den Vitrax gerade gut gebrauchen können. Und ich weiß, es gibt noch mehr Vitrax. Oh, Sagani hat auch ein Level up. 6 Punkte bringt gerade nirgends was. Schnelle Zielerfassung. Angriffsgeschwindigkeit, Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit, Verteidigungsbündnis, Ruf des Meisters. Dreimal pro Ruhephase. Gefährten heilen. Pulververbrennungen. Der Waldläufer füllt seine Feuerwaffe bei Einschüssen mit zu viel Pulver. Die daraus resultierende Explosion erzeugt einen mächtigen Flammekegel. Lässt den Waldläufer aber vorübergehend geblendet zurück. Nee. Zwillingspfeil. Wenn der Waldläufer einen Jagdbogen oder Kriegsbogen einsetzt, kann er bei jedem Wurf entscheiden, ob er ein oder zwei Pfeile abschießen will. Jeder Schuss hat dabei eine verringerte Genauigkeit. Pfeilsinn. Abwehr gegen Fernkampf. Verteidigungsbündnis. Verbindung des Pirschjägers. Eigentlich Zwillingspfeil klingt nett. Ich nehme den Zwillingspfeil. Ready, Watcher. Oh, aber das kann nicht zusammen mit teuflischer Schütze angewandt werden. Ach so, dadurch erhält er einen Bonus auf Genauigkeit und Schaden. Und dadurch schießt er zwei Pfeile, was auch nicht schlecht ist. Ja, die Jagd nach Nilens Überresten erwies sich als schwieriger, denn die Glafantaner lugen unaufhörlich, um die Drahtzieher zu decken. Ein orlanischer Briswalgin half Ivarias, die Wahrheit in Erfahrung zu bringen und schließlich jedes einzelne Teil der Leiche des Mörders zu finden. Obwohl die Glafantaner keine Scheu hatten zu lügen, was ihre Tat anging, wurde keiner von ihnen gewalttätig, als Ivarias und der Briswalgin sie zur Rede stellten. Eine Anam Fahrt befahl dem Briswalgin, die Leiche an einen neuen Ort zu begraben, der weniger häufig frequentiert wird, als die Pfade bei Clea Banri lag. Wieder auf Khet Nuur angekommen, bemerkte Ivarias, dass die Anam Fahrt Nidens Ringfinger nie zurückgefordert hatte. Starke Zauberbindung, Verstandslanze und Verfassung plus 3. Den sollten wir uns mal I'm angucken. here.
Also ja, und dann geht's ab runter wieder nach Ot-Nur. Würde ich sagen, bis wir auf der untersten Ebene sind. Ich glaube, es sind noch 7 Ebenen oder was wir I'd be haben. glad to. I must say, I'm impressed. Also ja, ich finde es nett, eine eigene Burg zu haben in diesem Spiel. Das war eigentlich auch immer etwas, was ich in Neverwinter Nights 2 geliebt habe, die Burg aufzubauen. So, was sagt eigentlich unsere Vogtin? Ich hoffe, alles ist in Ordnung bei dem Fürsten. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Wie ist der Zustand der Burg? Meine Fürstin, ich muss schon sagen, bei der Wiederherstellung der Verteidigungsanlagen der Burg haben Sie wirklich beeindruckende Arbeit geleistet. Durch diese Mauern sollte sich nicht einmal eine Maus schleichen können. Sondern zum Geschäftlichen. Hier gibt es gerade nichts Neues. So, der Ringfinger, der Rosenkranz und jede Menge. Oh ja, schönes Geld. Jede Menge Zutaten, sogar Trollhäute und so. Gut. Hail and well met. Dann zeig mir mal deine Waren. Wir möchten nämlich verkaufen. Erstmal das hier und dann haben wir hier. Ich glaube, gute Arbalesten brauchen wir keine. Außergewöhnliche Donnerbüchse, außergewöhnlicher mittlerer Schild. Das heißt, die guten Schilde brauchen wir auch nicht unbedingt. Guter Kampfstab kann weg. Wir haben hier zwei Kampfstäbe. Keulen können allgemein weg. Panzerbrecher können wir einen verkaufen. Das können wir verkaufen. Stäbe. Speer reicht einer. Wir haben ein außergewöhnliches Schwert, also brauchen wir kein gutes. Wir haben eher allgemein so viele Schwerter. Streitflegel und so können weg. Die ganzen Zauberbücher haben wir. Ah doch, wir haben einen Pionierwälzer doppelt. Wir haben viel zu viele Zauberstäbe. Susi, wir haben hier auch einen Stab. Der Stab ist kein Kampfstab. Und hier Stab. Stäbe sind die größten aller magischen Werkzeuge. Ach so, das ist ein Zweihand-Zauberstab dann. Okay. So, erstmal das verkaufen. Oh, hier haben wir viel. Gute Fellrüstung kann auf jeden Fall beide weg. Eine gute Robe kann auch weg. Guter Gambeson kann weg. Eigentlich alles, was gut ist, kann hier weg.
Das ist ein außergewöhnlicher Plattenpanzer, der er nicht. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Tand, der weg kann. Hier sollten wir. Oh, doch, Klaue von Bären, die können weg. Löwenzähne können weg. Ich glaube, für das vampirierte Medaillon gibt es auch keinen Verwendungszweck, aber behalten wir es mal. So. Jetzt gucken wir mal kurz hier bei den Sachen. Haben wir hier den Finger? Was tragt ihr denn so? Flex und Heilungsbonus. Trotz Konzentration. Intellekt, Entschlossenheit. Umhang des Schutzes, den könnten wir austauschen. Oder aber ihn hier. Na doch, der Finger macht bei ihm einiges mehr her. Wie sieht es eigentlich so mit Tränken und so aus? Können wir das mal nach Gegenstandstyp sortieren? Wir haben ja nämlich jede Menge Tränke. Gut, die wir nie benutzen irgendwie. Weil wir auch die Spruchrollen nie benutzen. I'm here. Weil ich ja teilweise nicht mal dazu komme, Zauber ordentlich zu benutzen. So, wieder Waldlandpfade. Außer ich hätte irgendwo was anderes Interessantes. Macht brauchen wir nicht unbedingt. Nee, Verfassung ist immer noch am besten. So. Das heißt, wir machen jetzt Ord Nua durch. Auch in der Hoffnung, dass die anderen ein paar Level-Ups kriegen. Also wenigstens ein Level-Up, dass wir alle auf 13 oder so haben. Bevor wir uns dann auf den Weg nach Crackhold machen. Last thing the deer would need is another foreign colony. Wo laufe ich hin gerade? Jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Ich will noch hier rein. So, gucken wir mal kurz. Stufe 1, Stufe 3, 5, ja, 8. Da haben wir aufgehört. Also 8 haben wir abgeschlossen. Bleiben noch 19, 11, 12, 13, 14 und 15 übrig. Ist mir nämlich so eingefallen, der Drache wartet auf 15. Und ja, da unten werden noch mehr Vitrax auf uns warten. Ein entfernter Verwandter von Sidmar Hauptmar Esmar ist in der Festung eingetroffen und bittet darum, sie für Geld auslösen zu dürfen. Beinahe wurde er auf der Straße von Räubern überfallen, doch deine Patrouillen konnten einschreiten. Mhm. Ja, Geld annehmen, Esma ist frei. Gut. Also hier waren wir fertig.
Den Vampir hier nämlich lassen wir in Ruhe.